Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zur Retro-Bit-Zeit mit Peruder. Und heute sind wir unterwegs auf dem Atari 2600. Wir spielen von Dynacom Mega Mania aus dem Jahr 1982. Der Atari 2600, eine wirklich fantastische Konsole mit herausragenden Spielen. Damals auch Activision immer noch führend am Start. Und ja, was ist Mega Mania? Mega Mania ist eine Art Space Invader-Klon. Und ich würde sagen, wir starten jetzt eine Runde, indem wir den Game Select uns aussuchen. Wir spielen Stufe 1 und wir starten. Wir spielen dieses Raumschiff und wir müssen in einer gewissen Zeit, das gibt uns dieser gelbe Balken da unten an, die Gegner hier abschießen. Die kommen immer Schritt für Schritt nach unten und wenn wir nicht rechtzeitig die Gegner eliminiert haben, dann haben wir ein Problem, denn da sterben wir nämlich. Und jetzt gerade muss ich echt den Schüssen auch ausweichen. Das ist gar nicht so einfach, das Spiel. Aber macht einen Mordsspaß. Haha. So, und der Rest der Zeit kriegen wir natürlich als Bonus gut geschrieben. Jetzt haben wir ein paar andere Raumschiffe. Die sind schon ein bisschen aggressiver, muss ich gerade eben sagen. Verdammte Axt. Uiuiuiuiui. Nein! Was ist los? Ich bin getroffen worden. Wo ist er? Na komm. Wo ist der andere? Da. Das Raumschiff hat ein bisschen Ähnlichkeiten mit Star Trek. Also mit diesem Star Trek Raumschiff. Ja, verdammt. Ja, das ist halt, wie gesagt, gar nicht so einfach, das Spiel. Gucken, wie weit ich überhaupt komme. Also das nächste Level würde ich ganz gerne nochmal sehen. Hallo? Boah, ganz knapp daneben ist auch vorbei. Verdammt! Nein! Ja, unsere Zeit rast. Ah, Gott sei Dank. Wie gesagt, sehr schön animiert. Finde die Gegnerauswahl auch hervorragend abwechslungsreich. Die schießen ein bisschen zu viel hier. Gut, ich meine, auf den wird ja auch geschossen. Warum sollen sie nicht sich wehren? Ein neues Schiff wäre nicht schlecht. Ein neues Leben wäre eigentlich ganz praktisch. Ist ein bisschen verwirrend. Manchmal diese Geschwindigkeit, die hier. Boah, ich kriege überhaupt nicht. Boah, verdammt. Mensch, Meier. Ja, das sind halt. Jetzt aber. Jeder Schuss ein Treffer. Sonst sind wir nämlich hinüber. Oh, 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 oh. Ja, konnte ich nicht mehr ausweichen. Links ein Schuss, rechts das der Gegner. Kurzweiliger Spielspaß. Stress ist vorprogrammiert und ich würde sagen, das war noch nicht genug. 5088 Punkte, das gilt doch zu schlagen. Dann starten wir ein neues Raumschiff. Schon daneben geschossen. Man muss sich wirklich konzentrieren, das ist gar nicht so einfach. Die sind wenigstens noch schön langsam. Die rosenen Raumschiffe. Also, hallo? Das gibt's doch gar nicht. Jawoll! Aber die gelben, die haben es echt schon in sich. Also hätte ich nicht gedacht, dass sie so schwer sind. Ja, vor allem, weil ich immer daneben schieße. Verdammte Axt. Ich finde Level 2 schon sehr, sehr schwer. Also da hätte man ruhig sich ein bisschen mehr Zeit lassen können. Mit dem enormen Schwierigkeitsgrad. Nein, es kommt. Ah nein, verdammt, jetzt sind wir schon wieder so weit unten. Hilfe. Ist aber hier keine Zeit verlieren. Nein! Mensch! Ja. Nein, kommst du her? Jawoll! Nein, 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 wo ist er? Wo ist er? Na, ja. Ja, boah. Aber auch knapp mit der Energie hier unten. Nein! Ja. Das finde ich auch schade, dass das direkt ein Instant Death ist. Es wäre ganz schön, wenn er ein bisschen Energie abzöge. Was mache ich eigentlich hier?
Hallo? Hallo? Ich treffe ja gar nicht mehr. Aber er trifft dafür mich. Das ist ja noch eine schlechte Runde als beim ersten Mal hier. Ah. Mensch, wie blöd kann man sein und dann nochmal reinfliegen? Ein letzter Versuch. Jeder Schuss ein Treffer sollte eigentlich sein. Aber meine müden Augen machen das nicht mehr mit, wollte ich gerade sagen. Und schon bin ich da reingepfeffert. Ah, das ist ja ärgerlich. Eigentlich kann ich es vergessen. Aber mit so wenig Leben. Weil beim Gelben verliere ich mit Sicherheit eins. Boah, wow, das ist echt affig hier. Wow. Hallo! Das ist nicht wahr. Ja, Kollisionsabfrage, dankeschön. Ja. Warum bin ich nicht schneller als. Das gibt's doch gar nicht hier. Verdammte Axt! So. Das ist nicht möglich. Ich krieg's. Ja. Schnarch! So. Und weg damit. Wie viel sind das denn noch hier? Also, ich komme mit der Bewegung auch nicht klar. Ne? Dieses gezackte Bewegen, das ist echt verdammt schwer, sich drauf einzustellen. Oh, das war aber mehr Glück als Verstand, dass ich das noch geschafft habe. Jetzt aber ein bisschen hier die Grünen. Ein bisschen Konzentration. Der wäre schon fast wieder um mich gewesen. Boah, die schießen aber auch wirklich brutal. Nein! Mensch, Meier. Komm, eine Runde schaffen wir noch. Ich will ein bisschen schneller machen, weil ich möchte ein bisschen mehr Bonus bekommen. Aber tot nutzt es ja auch nichts. Ja. Jawohl. Der ist aber schlecht. Also, das war ja eben viel besser. Ja. Das sind auch viele Gegner hier, ne? Okay. Ich finde das zweite Level schon einfach viel zu schwer, ehrlich gesagt. Aber gut, ich meine, ist halt die Herausforderung. Wahrscheinlich gibt es nur vier Level. Ja, komm her. Wo bist du? Yeah. So, jetzt nochmal ordentlich abpfeffern hier. Nein, ich wollte weg, aber ich hab's nicht, ich konnte es nicht. Jawoll, jawoll, jawoll. Das eine eben sterben, das war einfach unnötig. Och, jetzt kommen diese großen Dinger nochmal hier. Ja, hat er noch geschossen, der Sack? Das ist da unten, da unten. Nein! Flieg doch nicht da rein, du Schorsch. Wo ist er? Wo sind sie? Die sind noch gezackter hier. Ich wollte das Raumschiff erledigen und hab dann nicht auf den Schuss geachtet. Na los, kommt ihr feigen Hühner. Jawohl. Komm her. Komm, das eine kriege ich noch hin jetzt hier. Jawohl. Komm, 10.000 schaffen wir. Das ist dann auch schön. Ich kann mir gar nicht mehr treffen hier, die Gegner. Mega Mania auf dem fantastischen Atari 2600. 9.860. Schade. 10.000 hätte ich gerne geschafft. So, dann sage ich danke fürs Zugucken im Retrobeat. Ich denke mal, ein paar Atari 2600er werden noch kommen und
Aktuell spielen wir auch den Gameboy. Ich danke fürs Zugucken und dann sehen wir uns bald wieder. Bis dann. Tschüss.